Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwehr. Und weiter geht's wieder mit der Scharnhorst. Und zwar mit Ausgabe 5. Und gucken wir wieder rein, was wir in dieser Ausgabe geliefert bekommen. Und zwar einmal Längsversteifung. Dann einmal ein Stück Mittelträger und zwei Spanten. Ein ganz Lütten und ein etwas größerer. So, hier haben wir die Bauanleitung. Und die Bauanleitung sagt, den Lütten hier, den Kleinspant, den werden wir in dieser Ausgabe noch nicht verbauen. Also lasse ich den hier noch schön in dem Rahmen drinnen. Ansonsten werden die Teile verbaut, so wie ich das hier sehe. Ja, also unsere Scharnhorst wird jetzt wachsen in der Länge. Gut, also geht es weiter an der Rumpfstruktur und das machen wir dann jetzt. Anleitung verstaut und das war es dann quasi mit Ausgabe 5. Die Scharnhorst ist jetzt ungefähr 65 cm lang. Ihr werdet euch gewundert haben, warum ich das auf einem Extrabrett gemacht habe, aber ich habe festgestellt, für die Länge nachher ist meine Arbeitsfläche ein bisschen rund. Das ist hier so eine billige Küchenarbeitsplatte und die hängt ein bisschen durch. Da muss ich mal gucken, dass ich da noch was gemacht bekomme. Also wie gesagt, hier, es ist von der Sache her relativ einfach, das Ganze zusammenzustecken und zusammenzukleben. Ja, das war es dann mit Ausgabe 5 von der Scharnhorst. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und keep more weather in.